Rees ist die älteste Stadt am unteren Niederrhein. Dieser Ausflug und Spaziergang verläuft über die Rheinpromenade bis hin zum Skulpturenpark. An der Promenade liegt auch das historische Schiff Anita, das heute der Forschung dient. Die ca. 1000 Meter lange Rheinpromenade von Rees vermittelt sofort ein wundervolles Urlaubsgefühl. Sie zählt zu den schönsten Rheinpromenaden innerhalb Deutschlands. Direkt an der Promenade verläuft die 700 Jahre alte Stadtmauer. Auf der Promenade fallen bereits die Skulpturen auf. Gastronomie und zahlreiche Sitzbänke sind ebenfalls vorhanden. An der Promenade legen die beiden Fahrgastschiffe Stadt Rees und River Lady an. Das Fahrgastschiff Stadt Rees verkehrt zwischen den Städten Xanten, Rees und Emmerich. Eine zusätzliche kleine Fähre bringt die Radfahrer auf die andere Seite des Rheins. Um 1470 wurde der Mühlenturm als Rundturm aus Backsteinen erbaut. Er diente unter anderem auch der Verteidigung. Im Jahr 2003 wurde der Skulpturenpark angelegt. Künstler aus Deutschland und den Niederlanden können hier ihre Werke präsentieren. Seit Juni 2008 befindet sich eine begehbare Bodensonnenuhr im Skulpturenpark. Die Besucher können selbst als Zeiger der Uhr fungieren. Direkt an der historischen Stadtmauer, hinter dem Deich, bietet der ca. 5500 Quadratmeter umfassende Skulpturenpark eine tolle Kulisse. Bis zum Jahr 2011 wurden die Kunstobjekte für eine Dauer von 2 Jahren gezeigt. Seit 2011 dauert eine Ausstellungsphase 3 Jahre. Der Brunnen mit rotierender Granitkugel ist ganz besonders faszinierend. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte zu meiner Motivation ein Abo oder einen Daumen da.